Hallo YouTube, ich nehme jetzt auch wieder auf. Wir sind zurück. Ich wurde gerade mit einem Flör erschossen. Habe ich da gerade Beleidigungen gelesen? Till, habe ich gerade acht Klappe gelesen? Hast du ihn in seiner Nein. Rolle verletzt? Echt gemein. Kein Verständnis. Bayer, du hast für nie irgendwas Verständnis, sofern. Nein. Hast du gerade Bayer gesagt? Ja. Ja, achso, dann. Ganz so leid. Hey, ich war ja doch in die Interview, hat er mich getroffen. Alter! Weil der Typ Fleur hat schon nicht einfach. Ich Map außerdem immer noch mich nicht nur erwähnen. Nee? Hm? Ich bin auch kein Fan von Fleur. Mag Fleur, was wissen das ist mir. Wir müssten mal so eine Mobbing. Egal. Wir müssen mal so eine Mobbing-Tim-Runde machen. Wir benutzen alle Fleur und er hat nur eine Pistole. Er würde uns trotzdem alle fertig machen. Ich weiß, aber wieder ausrasten. Das ist schon Lohn genug. Ich schreibe mir einfach auf meine. Mann, warum treffe ich denn nicht? Das bringt mich zum Ausrasten, wenn ich wieder zu doof bin zum Treffen. Ja, gut, Schicksal. Oh, das hat sich der Hey, Claymore! Ach, Klappe. Na, das ist ja keine Beleidigung. Da hat Klaus schon wesentlich schlimmere Sachen gesagt. Ja. Ihr müsst mal hören, wann Klaus Tacheles redet. Das ist am coolsten. Okay, Jungs, wir sind vor. Und da wollen wir auch bleiben. Ja. Ich hab das bis jetzt nur einmal miterlebt und will es nie wieder erleben. Ja, Klaus, ja hab ich das gerade überlebt? Tacheles. Bitte? Ja. Hab ich das gerade überlebt? Weiß ich nicht. Nein, das ist ja das Problem. Wenn ich das wüsste, könnte ich da was dagegen unternehmen. Mist, ey. Nur leider weiß ich's nicht. Scheiße. No, hat das Wort für weiche Masse? Sagt man nicht, macht man nur. Ich nehme manchmal Sachen in den Mund, die ich nicht mal anfassen würde. Genau, sehr gut festgestellt. Jeder hat einen Scheiß-Laserpointer. Ja, man muss ja sowas wie... Fleur ist scheiße, Laserpointer ist scheiße, was ist denn nicht scheiße? Einfach sterben. Gold. Cheeseburger, das sterben, ist scheiße. Sterben ist scheiße. Das Schatz, ist aber geht der bei dir alles, Zweck ja. Des Spiel. Alles super, ja. Baby, erzähl du mal einen Witz. Oh, da renne ich dem in den M32 rein. Wie geil. Boah. Till, erzähl du doch mal einen lustigen Witz. Ich kann nur einen. Warte, wie ging der überhaupt? Jetzt bin ich nervös, jetzt setzt mich unter Druck. Ich kann so nicht arbeiten. Wir setzen vor allem, auf, vor allem nicht, wenn ich von Days erschossen werde hinterrücks. Präsentiere Waldorfschüler, Schüler. Stress ist nicht deren Welt. Ach, klappe. Mit Waldorfschule nichts zu tun. Ich hab übrigens gerechnet, gerade den Days Gaming einen Headshot verpasst. Also mir fallen gerade ein paar Blondinenwitze ein, die sowieso jeder Schwein kennt und die nicht mehr lustig sind. Und dann kenne ich noch einen Wal und einen Thunfischwitz, den vermutlich auch schon jeder kennt. Ja, den kennt jeder. Sorry. Meine unsere Witze. Ja, okay, kommt ein Thunfisch zum Wal. Der Thunfisch sagt, was wollen wir tun, Wal? Dann sagt der Wal, du hast die Wahl. Also eine der Schenkelklopfer-Sorte. Ja, der aber der ganz böse Schenkelklopfer-Sorte. Okay. Wenn ihr was richtig erzählt war, was ich nicht mehr weiß. Nee, ich kenne leider keine Zähne mehr. Nee, doch, was ist ein Schaf mit einem blauen Seil drumherum? Keine Ahnung. Ein Elefantentampon. The fuck? Also ich fand mir früher richtig. Oh, das gibt's nicht, dass der schon wieder. Ich hab den Kopf gesehen und geschossen, zweimal. Ich find's einfach geil, wie er mich gemessert hat, weil er kein eiskalt, wie er das eiskalt überlebt hat. Wir müssen irgendwie mal den besten BF4-Spieler der Welt gegen Tim anheuern. Dace ist besser als ich. Ist mir egal, du sollst ja leiden. Du musst ja auch rufen, blocken mal. Ja, wobei ich dort Strom wäre es nicht ganz seins. Aber... Hunter.
Oh, ein 20-fach Visier, das ist natürlich krass. Ah. Achso, jetzt auf 14-fach runtergeschraubt. Ist immer noch sehr krass wie die Map hier. Woher kam der jetzt? Wo seid ihr denn? Ich bin gerade von 10ern und 14ern die Fress voll. Ich weiß ja auch nicht, wie die das machen. Boah, dieser coole Typ nervt. Was denn? Er hat doch so einen coolen Namen. Ja. Mann, ich würde aufhören mit den schlechten Witzen. Ja. Leider, du wolltest dich doch eigentlich mal letzte Woche blicken lassen, oder riech mich da? Ja, aber irgendwie passt das nicht zeitlich. Oh. Willst du nicht mal eine Ausnahme machen und mal am Samstag hier zu mir kommen? Nein, sorry. Oh Mann. Baby, kann ich mir Tim mal für ein Wochenende ausleihen? Nein. Nein. Nein, Schatzi, hör auf. Wie einfach andere über meinen Kopf hinweg entscheiden. Ja, okay, ich hol ihn dann ab. Wenn du mich dann auf nach Hause sagen, dir wurde gerade dein Recht zur Freiheit entnommen. Ja, aber ich glaube, Sonntag ist schlecht. Der hängt doch schon wieder da oben rum. Nee, ich brauche nur den Samstag. Sonntag ist Wahlen. Nee, das machen wir mal dann so. Ja, irgendwie rauszudrehen, immer. Ja, wir hatten heute mal so eine, Fake-Wahl. In der Schule hatten wir halt so eine Wahl, sag ich mal. Wir hatten eine richtige Wahlzettel mit allen Parteien und Typen, die man wählen kann. Und dann wurde gewählt. Hier die 11. und die 10. Klasse. Wird noch ausgezählt. Wir haben die AfD, lasst mich raus. Er wird noch ausgezählt. Die Linke. Hey, Marius, es wird noch ausgezählt. Hey, ich weiß, wer gewonnen hat, weil ich direkt nachgefragt habe. Zwei unterschiedliche Typen. Du hast jeden Typen aus unserer Klasse und aus der. Nein, ich habe die Lehrerin gefragt und vielleicht steht es auch zufälligerweise auf der Internetseite, mein Guter. Die Lehrerin. Nein, während die Schüler haben es ausgezählt. Ich seh nochmal da oben eine weg, Kerle. Das ist schon der fette Schuss aus der gleichen Ecke. Alter, der Zombie. Was macht denn der Zombie? Zombie-Lava. Hä, was macht denn der? Der ist jetzt gerade zu krass. Ich stehe irgendwie im Chat, dass er ein bisschen merkwürdig ist. Ja. Ja, warte mal. Ja, 10-4, ich bin noch einfach schon. Die Runde ging also. Erst 9 Minuten? Oh ja. Ja, der Zombie hat 27 Kills gemacht. Ja, der wurde schon gebannt. Der hat 3 Strikes. Über den zwei möchte ich nicht sein. aber, Haki. Eieieiei. Achso, die Folge ist ja schon da oben, aber wobei, wir haben ja nur 9 Minuten aufgenommen. Ja. Ja. Nehmen wir einfach weiter auf. Nehmen weiter auf. Ah, so, die Runde war ganz geil. Oh nein. Zweimal den guten Klaus gesehen, zweimal den guten Klaus erschossen. Da waren es dreimal, ich hab's vergessen. Das waren 4-mal. Ich zähl mit. Klaus braucht das für seine Rache. Toll, jetzt, dass ich jetzt Ladezeit mit aufnehme. Also komm, ach, auch die gehen doch schnell um. Wir unterhalten unsere Zuschauer mit guten Witzen. Den allerbesten Witz, den habe ich hier letztens gute Unterhaltung. Von einem Arbeitskollegen gehört. Dem seine Frau hat mitbekommen, dass er sich darüber beschwert hat, dass das Auto so viel Sprit braucht, weil er immer voll tanken muss. Und ihre Antwort war, aber Schatz, ich weiß gar nicht, so viel Sprit verbraucht das Auto doch nicht. Immer wenn ich das nehme, ist es voll getankt. Das ist ein schöner Witz. Das ist gut. Ei, ei, ei. Das Gesicht ist umwerfend. Welches ich trink schon mal bereit. Es geht ja die Sniper-Scheiße so los und ich mach mit. Schlecht. Ja, so, jetzt werden alle Zeugen von meinen schlechten Sniper-Künsten. Till sagt, jetzt geht die Sniper-Scheiße los und prompt kommt danach. Stimmt, ich mach mit. Das ist auch der Witz daran gerade.
Wären wir schon wieder bei schlechten Witzen angekommen. Mann, ich mach bald Sarazar Konkurrenz. Oh, ich mag Sarazar nicht, aber das ist ein anderes Thema. Obwohl, wer kann Sarazar bitte Konkurrenz machen an schlechten Witzen? Schreibt's in die Kommentare. Okay. Okay. Was denn? Okay. Nutzt nicht die Kommentarfunktion? Nee. Der Dash schreibt immer schön viel in die Kommentare, das finde, da freue ich mich. Lieber, aber die Leute, bevor sie den Days kennengelernt haben, weiß ich bis heute nicht. Ich bin auch, ich muss ihn noch messern, irgendwann mal kriege ich meine Rache. Tim schwelgt den Rache. Days, Tim, kannst du so oft messern, wie ich du willst, doch juck mich nicht. F-Button-Bashing gemacht, Spiel, was laberst du denn? Oh, Days ist tot, Tim, ich hab dich gerecht. Alter, es kann nicht sein, Spiel, mach doch mal. Oh, sorry, jetzt kriege ich echt einen Wutanfall. Ja. Warum? Warum? Ja, weil ich hier Button-Bashing mache auf die F-Taste, die schon vollkommen zerbeult jetzt aussieht. Und, ach nö, er darf sich trotzdem besser. Wieso? Keine Ahnung. Muss man nicht eigentlich im richtigen Moment auch drücken? Nee, du kannst es ja nur Button-Bashing machen. Das ist ja das Doofe dabei. Du kannst so schnell dann F drücken, dass... Kleine Frage, war das ein Headshot? Was du ganz kurz gesagt? Keine Ahnung. War das ein Totenkopf? Mhm. Okay, dann war es ein Headshot, danke. Schatz, hast du ihn da etwa Nee, ich hab's. Ich hab überhaupt. Ja, genau, ich nix. Hab ihn. Ich frage sie, ob sie einen Totenkopf bei sich sieht. Hast du dich über mein Geschenk gefreut? Ja, danke schön. Ja, bitte auch gerne, kannst du neun haben. Ich würde auch gerne mal wieder ein bisschen Leib verschenken. Ah, warte ich. Ich liebe meine Bleigeschenke, wisst ihr. Bleihaltig. Jetzt weiß ich, wie Armor die Liebe verteilt. 5,56. Er hat aufgerüstet. Der neue modische Armor. Wie läuft das gerade komisch beim Minis-Game? Ja klar, denn die Vivi... Einmal ein Scherz über sie und sie wird gleich sauer. Weil die Vivi, das war übrigens ein Headshot selbst bei mir. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich euch treffe, ne? Ich hab einfach... Auf gute Glück. Oh oh. Und dieses gute Glück möchte ich auch mal haben. Ja, dieses gute Glück möchte ich auch gerne mal haben. Vor allem, ich war schneller weg, als ich gucken konnte. Ich flog so eine Kugel in den Kopf und dann plötzlich war ich weg. Einer ist noch oben. Oh, verdammt. Schön ist, ich habe nicht meine Sniper-Konkurrenten im Gegnerteam. Aber okay, Days ist jetzt auch schon so ein. Ja, Days ist besser als. Ich als Scharfschütze. Ah, der ist schon tot. Days spielt aber auch mit einer ziemlich geilen Sniper, mit der ich übrigens auch spiele. Mit der SRR61. Das macht nicht normal. Days zufälligerweise auch spiele. Nee. Die Days SRR61 ist eigentlich der Sniper, die ich als allererstes benutzt habe. Bis auf die CL schießt mich tot. Gar keine Sniper, das benutzt. Natürlich, die SRR. Ja, die habe ich ganz kurzzeitig benutzt und dann bin ich auf die Recon umgestiegen, weil ich da Sim nachmachen wollte. Jetzt gibt es du das an Dito ist. Ja, jetzt geht gesagt, dass ich, weil ich Tim nachmachen wollte, aber trotzdem habe ich die SRW61 jetzt davor schon benutzt. Und die benutze ich jetzt auch einfach wieder, weil ich merke, dass Stacy nicht und deiner mit Erfolg machst. Aber das liegt meistens an der Waffe, dass wir so gut sind, das liegt an unserem Können, dass wir so gut sind. Junge! Oder am Glück. Bei mir. Die Rick, du kriegst ja mit Ricken auch was hin. Ich müsste eigentlich gar nicht wechseln, wenn ich will, dass jemand gutes Ding. Ich hätte aber gewechselt, weil warum ich. Rennen der in meine Claymore, Mensch, bist du denn bescheuert? Ich nicht allzu geil finde. Marius, echt? Dich das ist einfach so, die Kugelfähigkeit bei der SRR61 ist einfach schneller als von der Reek. Das ist Tatsache. Ey, das war meiner! Ich glaub, Days Gaming Omni, dass ich. Ich hab mir einfach meinen Kill geklaut. Es tut mir doch leid, das hör auf. Es tut mir überhaupt nicht leid, das hat einfach mich anzulügen. Entschuldigung. Seht, er ist ja wieder los, er schießt auf ihn. Ich bin schon längst weg. Ah, hat er mich erwischt. Jetzt, wenn man dich braucht, bist du nutzlos, ne? Ich war gar nicht da. Alter. Boah, das nervt. Wie schnell zielen die denn? Ich habe leider kein gutes Visier für die SR-61. Du spielst jetzt auch Scharfschütze?
Ja, schon die ganze Zeit. Ich wollte es mal wieder auf der Map probieren. SR61. Aber bisher scheitere ich ziemlich. Welche SR61? SRR. Ja, ist doch egal. Ja, SR61, oh, weiß man auch, was es ist. Okay, meinte auch mal eins. Sorry. Bei wem hast du dich jetzt entschuldigt? Bei dir. Bei mir musst du dich nicht entschuldigen. Oh, hey. Gott. Ja, wenn du um Ecke kommst. Genug ja, grün durch die Wand. Nee, eben nicht grün durch die Wand. Ich nicht sehen, grün durch die Wand, sondern einfach nur durch dich sehen, grün, ohne grün. Ah, schön, dass du Wasser das hast. Spielen, dann muss ich auch Sniper spielen. Nee, brauchst du nicht. Ah, ja, ist geht auch hoch. Also ein bisschen kritisch. Ich hab das Gefühl, niemanden mehr zu sehen. Ah, oh Gott. Ich hab niemanden gesehen, aber was gespürt. Nee, Sniper kann ich gerade irgendwie vergessen. Bin ich eingespielt dafür. Nein, ey. Und es sind immer auch zu viele Leute. Ich von Sniper links, kann ich nur spielen, wenn es wenige sind. Ja, weil Lauf da nicht allzu viele kann, um dich herum angreifen kann. Weil da nicht allzu viele um dich herum schießen, Till. Oder probier ich mal was an. Oder? Obwohl ich probiere noch mal die FYIS. Till, die erste Sniper, die mit der konntest du so verdammt umgehen. Ja, ich weiß, aber irgendwie. Ich weiß es nicht. Oh, hat immer irgendwas hat immer bei dir gefehlt. Ja, zwar, die lag mir zwar ganz gut, aber irgendwas hat gefehlt. Was denn hat denn so ungefähr gefehlt? Da weiß ich ja eben nicht, was gefehlt hat, sonst wüsste ich ja jetzt, welche Scharfschützengewehr ich wirklich spielen will. Obwohl irgendwie nicht gefehlt hat. Ist ja gerade getroffen hat. Ja, von F! Und zurückgemessert, das war's, Days Gaming, hab ich dich jetzt gemessert, weil du mich messern wolltest. Boah, Alter, wie schnell zielen die denn hier alle? Ja, ich komme hier irgendwas, ist gerade einfach um die Ecke gekommen und ich war sofort weg. Boah, jetzt beginnt wieder so die Phase bei BMW, die keinen Spaß macht. Oder einfach nur weggemacht. Sorry. Nein. Der Versuch ist nicht strafbar, aber wird bestraft. Ach, ey. Da musst du dich bei deinem Freund bedanken, der macht das nämlich immer wieder, da hochmarschieren. Handwerker! Oh, ja, wieder. Ja, ich weiß, da bei der Waschmaschine. Mann, Marius eskaliert immer nicht. Wir haben Zuschauer. Ja. Ich eskaliere nicht, ich hab nur meine Aufregung. Ja, klar, der Klaus. Jetzt fängt schon wieder die Diskriminierung an. Alle dürfen sich aufregen, nur ich wieder nicht. Weil du exponentiell viel lauter ausrastet als wir alle. Das ist nicht mehr logarithmisch exponentiell, sondern einfach nur exponentiell. Ja, du rastest auch immer ziemlich lauter auf. Fang jetzt nicht an mit Diskriminierung, du rastest so laut aus wie ich. Ach, ja, ist auf der anderen Seite hoch. So ein Ärger. Ich probiere mal halbautomatisch, wieder klappt es ein bisschen besser. Ja, aber bei so vielen Leuten möchte ich auch nicht MG oder so nehmen, da schaffe ich überhaupt nichts mehr auf Distanz. Ja, ist klar, ey. Nein. Mann, schieße ich gerade schlecht. Ja gut, Flö auf den Scharfschützengewehr, das ist schon ein bisschen logisch. Ja, ne? Das wäre sogar nicht ich derjenige, der das benutzt. Alter, du machst Flö auf den F2000 rauf. Ja, das ist nochmal eine Stufe höher. Besser als nicht auf ein scheiß Scharfschützengewehr. Ja, beim Scharfschützengewehr. Der 1000 hat wenigstens 0,5 Sekunden, bevor man stirbt. Hat eine scheiß Claymore doch dahin gebracht. Aber wenn du dich mit dem Scharfschützengewehr. Aber auf der falschen Seite. Fuck, Alter. Falsche Seite.
schmeiß doch mal. Ich kann das gar nicht leiden, wenn die Leute auf mich zugerannt kommen, nix oben drauf ist, da halt ich einfach drauf. Wer hält bei sowas nicht einfach drauf? Ich? Verwortet. Achtmal 14. Meine Fresse. Ich hab 6x8. Was 6x8? 6x8 Füchse oder was? 6 Kills, 8 Tode. Wer schießt jetzt hier schon mit Raketenwerfer um sich? Würde ich auch gerne, das ist eigentlich dein Job gewesen von uns, oder? Ja, ich hab zwar die Beine jetzt umgenietet, aber wer schießt mit Raketenwerfer jetzt plötzlich? Doch, nehmen wir mal an, ich hab jetzt selber Munition. Irgendeiner, der mit einem normalen Netz spielen, nicht schießen kann. Oh ja, danke. Klaus, von wo kommst du her? Zu viel gezockt. Von unten. Achso. Was hast du hier für kaum komm ich raus, kommt der nächste möglichst schick an und. Ist das ein MG, Klaus? Das ist ein LMG, ja. Okay. Was ist denn? Ich muss mal ausleihen, weil ich habe keine Munition mehr. Boah. Aha. Die AWS ist ein LMG und meiner Meinung nach das beste LMG, was man haben kann. Rückstoß. Gute Feuergeschwindigkeit, gut Damage. Ist doch dieser M4-MG-Verschnitt, oder? Ja, nur die M4 ist, ja. Ist zu stark. Ist ein bisschen größer wie das QBB. Ja. Pah, da bin ich auch schon wieder tot. Wie gesagt, meines Erachtens sagt, es ist die beste. Das heißt auch, ich beste MG, was man haben kann. Hatte. Ich war kein Versorger. Na klar, geht mal wieder um den eigenen Typen. Hä? Ah. Ach, wenn du mein scheiß Ding reinläufst, Till! Ich war das nicht mal. Wer war das? Der andere mein Typ, den wir nicht kennen. Chakos. Komm, ey, du Inkompetent. Oh ne, ich spiel jetzt nicht wirklich, oder? Mann! Was ist denn das jetzt gewesen, Spiel? Was war denn das jetzt? Oh, ey. Tim, bitte nicht so laut. Spielhack hat einfach mal eiskalt Standbild, als ich vom Feuergefecht bin. Hey, cool. Ja, bis. Jo, Folge geht schon 24 Minuten. Langsam muss man ja mal zu Ende gekommen. Da geht er noch maximal sich. Ich hab mich an der Nase gekratzt. Das sollte ich nicht machen. Nase kratzen und spielen gar nicht schlecht. Ja, aber wenn sie. Kram. Oh Mist. Okay. Ah fuck, Alter, ich konnte gar nicht so schnell werden wie der Typ. Alter, da. Oh, ah, ich hab immer. Hier schief. Oh, das ist was. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen spielen, lass mich mal ein. Ey, ich hab einfach 3 Tote mehr als Tim, weil dieselben Bild. Tim, was ist los? Läuft nicht gut für mich. Läuft gerade nicht so gut für mich. Wenn ich einen schlechten Tag habe und an BF4 denke, sollte Tim nicht in echten Leben bei mir vorbeischauen. Und Ace Gaming erst recht nicht. Danke, dass ich jetzt schon die zweite Klasse bin. Ja gut, ich bin auch langsam älter. 21 oh, läuft das leider nicht mehr. Weggemacht. Hey, die ganzen nee. Asiaten? Tim! Unfassbar! Ah, ich war für eine Sekunde ey, einfach über dir. Boah, ja. Mein Fresse, ich hab keinen Bock mehr. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen gefrustet. Wollt mir nicht die ganzen übelst hohen Typen nein. Rausschmeißen? Und jetzt wollten die an euch und Klaus. Yeah, Alter. Marius. Ich? Ja, ich würde jetzt auch. Ab und zu. Ah, Handwerker. Kommt genau in dem Moment, wo ich meinen Sieg gefeiert habe. Egal. ATSR, ja, einer sehr. Ziemlich gut, er ist eigentlich besser als ich. Er hat einfach die besseren Flexe. Flexer. Ja, er ist da wirklich besser als ich.
Gut, okay, vielleicht hat er auch schon öfters Sniper gespielt, das kann auch sein. Ich habe ja erst wirklich extrem spät angefangen. Er hat ein höheres Level als du. Ja. Tim war eigentlich der Erste, der anfängt. Ja. Ah, nein, Tim spielt schon, glaube ich, ein bisschen länger als ich insgesamt. Nee, ich habe vorher nie vor, die habe ich nie Sniper gespielt. Also bevor du mich angefangen hast. Aber also, ich habe es mal probiert, aber ich war immer zu schlecht. Aber insgesamt spielst du länger Ego-Shooter als ich. Ja, jetzt würde ich aber mal vermuten. Oh, jetzt kommt da von da einer. Jetzt haben sie mich ins Kreuzfeuer genommen, da kann ich nichts gewinnen. Hm, schön, dass er mich stoppt, freue ich mich. Ace Gaming habe ich ja schon zum zweiten Mal geschossen. Ach, kommt die Vivi wieder. Die Vivi ist richtig krass zur Zeit. Und richtig Danke. Angst. Und richtig Angst, also ich wurde ziemlich oft von. Und zwar immer ein Headshot. Gibt extra Punkte. Wollen wir nach der Runde mal wieder eine kleine Runde machen? Ich finde diese großen Runde immer noch geiler. Ja. Ah, verdammt. Ich drücke bitte SR bei. Hä? Ich hab doch bin nur mit einem Tod. Mehr als Tim, aber dafür auch ein Kill mehr als Tim. Egal. Weiter geht's. Gartenlauf, das ist nicht gut. Alter, dann hat er natürlich einen Revolver. Och Mann, oh. Die drehen sich genau dann immer um. Hey! Hast du verdient. Hast Marius! Verdient? Lern! Gaming. Was? Du hast dich schon wieder angeschossen. Hab ich dir schon wieder in den Kopf geschossen. Ja, wie schießt du denn hin? Du siehst doch, dass wenn der Pfeil an den Rad kommt und du gerade im Weg stehst, dann schießt. Oh. Den, du Wichser! Was? Ich war das nicht. Hey! Nur weil du Interesse hast, jemanden zu messern, achte ich doch nicht drauf, ob du schießt. Wenn du direkt zwischen mir und dem Feind stehst, dann schieß ich durch dich durch, Ende. Nein, ich hab Gottverdammt nicht auf den Feind geschossen. Du bist auf den Feind zugerannt, um ihn zu messern. Ja, weil ich rausgegangen bin. Das ist mir in dem Sinne dann so scheiße egal, ob du den Messer willst oder nicht, ich schieß auf den Feind. Ende, weil ich keinen Bock habe zu sterben. Seht ihr, wir sind bessere Feinde als Freunde. Also ich schieß nicht auf Tim, wenn er nicht erstens die Zetten wirklich, zweitens kurz davor ist zu messern. Wenn ich Tim messern sehe, dann schieß ich so oder so drauf, egal ob er ein Feind oder Freund ist. Messern geht je nach dem Sack. Ich frag mich, wer dieser komische Gaius war, der dich erschossen hat. Ja, das warst du, Vollhorn, gell. Was? War doch irgend so ein komischer Gaius, ich heiße doch Till. Gaius ist meine zweite Identität, die ganz böse ist. Ah, geil. Hey Tim, wir haben gleich viele Kills und gleich viele Tode. So, das war eine gute Runde. Ey Tim, alles interessiert mich auch ständig, das ist zweimal passiert. Zweimal zu viel? Okay, YouTube, jetzt habt ihr gehört, wie wir rumgeheult haben. Jetzt ist die Folge wieder zu Ende. Bis zur nächsten Folge, ahoi dann. Tschüss. Ciao.